Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 29. September. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Psalm 34, Vers 9. Als ich einmal durch ein sauerländisches Dorf fuhr, sah ich quer über die Straße gespannt ein großes Transparent. Darauf stand 100 Jahre Schützenfest. Bei allem Respekt vor solch alter Tradition, das kann uns nicht imponieren. Denn wir feiern in diesen Tagen ein Fest, das über 3000 Jahre alt ist. Wir können sagen, 3000 Jahre Erntedankfest. Nicht wahr, das klingt doch großartig. Es mag etwa um das Jahr 1300 vor Christi Geburt gewesen sein, als das alttestamentliche Volk Gottes, die Kinder Israel, in Kanaan einzogen. Und da haben sie sofort das Erntedankfest gefeiert, wie Gott es ihnen am Berg Horeb geboten hatte. 7 Tage sollst du das Fest halten, wenn du hast eingesammelt von deiner Tenne und von deiner Kelter, und sollst fröhlich sein, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Fremdling, der Weise und die Witwe. Seitdem gibt es also Erntedankfest. Wir wollen es auch mitfeiern. Die Großstädter müssen sich ja dazu einen Ruck geben. Denn viele kennen wogende Kornfelder und früchteschwere Bäume kaum noch. Aber sie sollten doch bedenken, woher unser Brot kommt. Als ich einst die Frage danach an ein paar junge Burschen richtete, riefen sie: Vom Bauern? Richtig, sagte ich, aber die Ernte kann ja auch durch Regen oder Hitze verderben. Dann wird eben Brot importiert, riefen sie. So, erwiderte ich. Ich habe es erlebt, dass es aus war mit dem Import. Matthias Claudius hat schon recht, es geht durch unsere Hände, kommt aber von Gott. Und darum, ja darum feiern wir das Erntedankfest und preisen den Vater Jesu Christi. Herr, gib uns offene Augen für deine schenkenden Hände. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.